Ja, hallo miteinander. Heute ein Testvideo und zwar kennen viele, die mir folgen, diese Einsatzpfanne für meinen Grill. Circa 37 cm breit und 42 lang. Die schlägt wirklich jede Pfanne um Längen. Man kann hier Frühstück zubereiten, in jeder Ecke was machen. Und ja, das ist die Edelstahl-Variante. Die habe ich vor 1,5 Jahren mal gekauft. Möchte ich nicht mehr vermissen. Aber jetzt gibt es von Santos auch die gusseiserne Variante und was einem sofort auffällt, die ist doppelt so schwer. Also wir haben hier richtig, ich habe die gewogen, die wiegt 9 Kilo und die 4,6, also doppelt so schwer ungefähr. Und ja, die kommt einfach daneben. Ich bin gespannt, welche heute besser abschneiden wird. Als erstes mache ich den Grill an. Wichtig bei solchen Einsatzpfannen, die Brenner niemals voll aufdrehen, ganz einfach. Die Hitze im Grill würde normalerweise durch die Roste hochsteigen. Hier wird sie gebremst durch die Platte. Wir haben natürlich hier diese Öffnungen, wo die noch entweichen kann. Aber trotzdem wird sie hier drunter gestaut. Wenn ihr jetzt voll aufdreht und darunter 400 Grad herrschen, ich will gar nicht wissen, was da passieren kann. Da hier das Material ein bisschen stärker ist, ja, das ist schon heißer, man merkt es. Hier kann ich die Hand noch drauflegen. Ganz einfach, das braucht länger. Aber das Gute, dieses Material wird auch die Hitze halten, speichern. Das heißt, wenn ihr hier 2 Kilo Champignons reinschmeißt, wenn die nicht anfangen zu kochen, weil diese 200 Grad werden hier auch lange gehalten. Was ich jetzt schon mache, ich werde die beiden Pfannen einölen. Und ja, ich würde sagen, legen wir mit dem Test los, parallel. Ich habe solche Ringe, sage ich mal. Hier habe ich einfach so einen Teig gemacht. Den Teig gebe ich einfach so in die Pfanne. Das Ganze wird langsam ausgebacken, nicht so viel Hitze, damit der Teig auch durch wird. So sieht das Ganze aus. Jetzt kommt da auch noch ein paar Zwiebeln mit rein. Beiden Seiten alles gleich. Auch natürlich ein paar Scheiben Bacon auslassen. Und man sieht schon, was so eine Pfanne, Einsatzpfanne für den Grill einfach mit so einem hohen Rand für Vorteile bietet. Man kann hier wirklich in einem Abwasch alles erledigen. Ich nehme das Ganze mal runter. Ja, das sieht schon gut aus. Ein bisschen Salz. Und man sieht schon, ja, hier sitzt ein bisschen mehr Farbe. Der Test kann natürlich ungenau sein. Ich habe jetzt kein Infrarotthermometer, wo ich jetzt nachmessen könnte. Es kommen noch pro Seite ein Ei. Und jetzt kommt erstmal der Test. Wir wenden diese Pancakes. Da ist übrigens noch Käse drin. Aber überhaupt kein Problem. Es klebt gar nichts. Und schaut euch, wie das aussieht. Jetzt kommt die Edelstahl-Variante. Ja, ist ein bisschen dunkler. Es klebt nichts. Der Bacon hier bei der Gussvariante sieht perfekt aus. Hier braucht er noch ein bisschen. Zwiebel perfekt. Hier dieses Pancake mit Käse ist auch. Bacon ein Traum. Hier ist das Ei. Es löst sich. Man muss bedenken, hier unten ist ja wenig Hitze. Aber das Ei ist auch perfekt. So, und jetzt die andere Seite sieht genau gleich aus. Also hier das Ei, auch hier unten. Also beide haben sich wirklich nichts geschenkt. Jetzt baue ich das noch schnell zusammen. Das hat jetzt nichts mit dem Testvideo zu tun. Kommen wir zum Fazit. Was ist eigentlich besser? Ja, schwere Frage. Das ist jetzt mein Favorit. Warum? Weil er schwarz ist und weil ich Gusseisen liebe. Der Nachteil davon, es ist pflegeintensiver. Man muss hier das abkratzen, nicht mit Grillreiniger reingehen. Hier könnt ihr das wirklich machen, wenn er schwarz ist. Einsprühen, Spülmittel und dann abspülen und das ist blitzeblank. Hier geht das nicht oder sollte man nicht machen. Hier muss man alles abkratzen. Man könnte das mit Wasser nochmal ausspülen und ganz wichtig, danach muss das Ganze eingerollt werden, weil sonst ist das Gusseisen am Rosten. Die wird schneller heiß, die hält die Hitze, denke ich mal, besser. So eine Einsatzpfanne, egal für welchen Grill, kann ich nur empfehlen. Von Santos gibt es für viele Modelle. Es gibt auch andere Hersteller. Die ganz große Sensation ist ausgeblieben. Beide waren gleich gut, gleich stark, leicht zu reinigen, sieht in meinen Augen besser aus. Braucht ein bisschen mehr Pflege, ist aber auch alles kein Problem. Vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal.